Deutschland! Super Deutschland! Ole, ole! Spiel im Griff, drei Konterchancen oder vier für Argentinien, super, super entfernt den ganzen Scheiß, also es läuft nach Plan. Es läuft nach Plan, kann man sagen. Ole, 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 we are the champions, ole. Ja, ich würde sagen 3-1, 3-1, aber es wird knapp. Warum schauen Sie nicht das WM-Finale? Aus einem ganz bestimmten Grund. Mein Mann ist erkältet und ich brauche Aspirin-Tabletten. Aber mich interessiert es auch nicht so stark, ehrlich gesagt. Voll prinzipiell diesen WM-Patriotismus ziemlich, dass man jetzt für ein Land und gegen ein anderes sein muss, das finde ich problematisch. Und ich finde prinzipiell, ein bisschen Demo tut Deutschland ganz gut. Für mich war diese WM eigentlich die erste, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich stell dich in die Reihe mit mehreren großen Sportveranstaltungen, internationalen, wo die halt irgendwie auf Ungerechtigkeit ausgelegt sind, was nicht so cool ist. Traditionell zu WM-EM-Spielen, bei Finale oder bei wichtigen Spielen, kommen wir gerne raus aus unseren Löchern und feiern mit den Leuten. So, wenn Deutschland gewinnt bei wichtigen Spielen, dann sind die Leute endlich mal glücklich und das nutzen wir. Also wenn sie gewinnen, dann wird hier auf jeden Fall die Mörderparty abgehen. Wenn Argentinien gewinnt, dann haben wir nicht so viele Argentinier hier in Berlin, aber auch viele, die werden auch kommen. Ja, ich hoffe, Deutschland gewinnt, weil dann wird es eine Riesenparty hier. Ich habe ja gar nicht mehr schlafen können, ich habe mich hier intensiv damit beschäftigt. 3-2 für Deutschland natürlich. 3-1 Deutschland. Es wird entweder eine ganz knappe Niederlage oder es wird ein fulminanter Sieg mit einem 4-0 für Deutschland. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Deutschland verlieren wird, auch wenn ich ein bisschen pessimistisch bin. Muito confiante que Portugal vai ganhar hoje este jogo com a Alemanha. Acho que sim, que vamos ganhar, só que eu aposto no Cristiano Ronaldo. Ganhamos 2-0. Come on!
isto é um pena. Patrick Müller, 4-0, Deutschland, ich wusste es. So, ich fand das ganze Spiel einfach nur ganz normal, so wie wir es erwartet haben. Ja, jetzt ist die WM gestartet und jetzt werden wir Weltmeister. Lá vem o velho ditado, não é? 11 contra 11 no final da Alemanha. Mas acho que fundamentalmente houve mais de mérito nosso do que mérito alemão. Mir wirklich leid, dass es so blöd gelaufen ist für unsere portugiesischen Freunde, aber ihr wird trotzdem Gruppenzweiter, kein Problem. Ich habe irgendwie so das leichte Gefühl, dass das eigentlich eine ganz gute Nummer wird. Es wird auf jeden Fall ein knappes Ding, gerade auch wenn jetzt die Begegnung mit Klinsmann wiederkommt, wird das sicherlich auch eine emotionale Geschichte. Ich glaube, Deutschland wird gewinnen. I think the team is really focused right now, and so I think we're in a really good position. I think a better position than a lot of us thought we would be going into this game with Germany. I'm a little nervous, but there's a lot of scenarios where we can still advance, so that's comforting. I'm so nervous, I'm not gonna lie. I got butterflies in my stomach. I just want this game to, like, you know, be over almost. And I hate to say that, but I want to see us come out on top. We had some luck, we got through the group. That's all we needed. Ich hoffe einfach, dass wir im Achtelfinale wesentlich bessere Leistung zeigen, weil sonst ist da auch schon vorbei. Ja, man kann ja nicht jedes Spiel jetzt da das Dach abreißen. We lost by one to what may be the eventual World Cup champions. But we played ourselves into a position to be in this. The team just has so much heart. I love them. I love them. Go USA! Go USA! Ja.
Ich gehe da von Minus plus ans Minus gehen. Genau. Ans Minus und dann, genau. Und das eine kommt ans Minus? Wir haben einen Kurzschluss verursacht und eine Batterie zerstört. Und deswegen läuft es nicht. Jetzt ziehen wir um. Erste Halbzeit draußen, zweite Halbzeit drin. Unten? Ja. Wahrscheinlich nicht das überragendste Spiel der Deutschen, aber im Endeffekt hat es anscheinend gegen die Franzosen gereicht. Ich habe eigentlich erwartet, dass es sehr viel enger wird und tous mes amis français, je suis vraiment désolé que ça n'a pas marché. Ils ont eu de bonnes occasions qui ne sont pas vraiment concrétisées. Mais c'est frustrant, on aurait pu revenir, on perd contre l'Allemagne, c'est une très bonne équipe. Les Français, ils ont mis le cœur, mais il y a un peu plus d'imprécision et les Allemands, ils ont bien réussi, tout leur réussite. Je pense que jetzt ist alles möglich. Auf jeden Fall Fußballgeschichte. Eu acho que o empate ainda vai, eu acredito ainda. Come on, 6-5, right? Gotta keep the faith. Gotta keep the faith. Wir sind die beste Mannschaft in der Welt im Moment. É uma decepção muito grande, muito grande. A gente. Fünf Minuten Pause im WM-Finale im Maracanã.
Wir sterben! Wir sterben! Ja!